Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kleine Restaurants. Heute kleine Restaurants. Ich stehe hier vor einem der kleinsten und vielleicht interessantesten Restaurants in München. Kommen Sie mit. Interessant. Ein Flair wie eine ganz normale Wohnhausküche und doch, zur Begrüßung ein kleines Amuse-Gueule. Hier ist schon alles herrlich angerichtet auf der Tischplatte. Wie originell. Ich knuspere mal ein bisschen. Köstlich. Und so einfach. Sterneküche in München. Die Feuchtigkeit durchdringt alles. Lecker. Aha. Die nächste Pause wird zum Holzhacken. Könnte ich ein Menü haben, bitte? Genau, bin gespannt, was der Hauptgang sein wird. Also ganz besonders. Ich hätte gerne vielleicht einen kleinen. Und in der Stille. Also köstlich. Also ist das nicht aufregend? Es gibt nicht mal Besteck dazu. Also ja, ist sehr basic alles. Ich finde es irgendwie nett, das erinnert einen daran, dass das Leben auch weniger sein kann. Ja, weniger, nicht immer so unheimlich viel. Und ich bin jetzt ganz gespannt, wie das ist, mit ohne Löffel zu essen. Ja, also. Wir selbst kommen uns kleiner vor. Und die Gurte ist einer der wenigen Orte, an denen köstlich. Wir erleben, was man eine klangvolle Stille nennen könnte. Das nicht mehr. Nach einer Woche in der Jurte, also gut. Ist eines klar. Unsere Autorin Agnes Popp würde auf jeden Fall mitsingen bei der Hymne aufs Land der französischen Band Trio. Also man hat das Gefühl, und Trio meinen das sehr ernst. Man ist wie auf dem Land oder so. Also ich finde es ganz, es hat so ein ganz autistisches. Das ist wirklich ein Erlebnis. Das ist wirklich ein Erlebnis. Ich kann es empfehlen. Mitten in München. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? Köstlich. Ich kann es empfehlen. Mitten in München, Haidhausen.